Diese verlogene Art von euch kotzt mich an. Ja, wer war das? Derjenige, der sich auf YouTube Familienkanäle anguckt, wird ihn kennen. Diese Aussage galt uns und darum gehen wir da mal kurz drauf ein. Auch wir gucken ja hin und wieder auf YouTube bei anderen Kanälen vorbei und gucken uns das ein oder andere Video an. Und ja, das hat Stefan getan, hat einen Kommentar geschrieben, sehr sachlich verfasst und hat prompt eine Antwort erhalten. Ja, und der Kommentar war sogar noch eigentlich gut gemeint. Dieser Herr hier hat eigentlich einen ganz schönen Kanal, wie ich finde, habe ich gerne immer geguckt. Aber in der letzten Zeit waren da in seinen Vlogs immer fremde Anti-Corona-Maßnahmen-Videos, wie sie mal nennen. Und das wurde mir etwas zu viel. Und was ich geschrieben habe, das liest er jetzt mal eben hier vor. Der Kommentar ist aber so abstrus, dass ich mich wirklich frage, meine Güte, wie kann man so sehr an Fernsehen kleben und an dem, was man da draußen sieht, was den Leuten aufgezwungen wird von der Regierung, nämlich Masken tragen. Ich lese das mal vor. Ich muss dazu sagen, dass wir gar kein Fernsehen gucken. Natürlich informieren wir uns über verschiedene Nachrichtensendungen oder verschiedene Medien und wissen sehr wohl, was in der Welt abgeht. Und hört euch mal an, was ich geschrieben habe, was er dazu sagt, und ich bin mal auf eure Meinung gespannt, ehrlich gesagt. Ob ich da recht habe? Vor allen Dingen, der Ton macht die Musik, auf welche Art und Weise er reagiert. Ja, das fand ich ja nun. Es ist schon eine Unverschämtheit, wie ihr sehen werdet. Ja, genau. Wir hören erstmal rein. Es geht mal los. Es ist kein Hate, nur ein gut gemeinter Rat. Du solltest mal mehr am allgemeinen Leben teilnehmen. Es kommt mir wirklich so vor, dass du in einer Art Blase lebst. In einer Parallelwelt, die nicht viel mit der eigentlichen Realität zu tun hat. Vielleicht kannst du nichts dafür, dass da du ja nicht am normalen Leben teilnimmst. Wenn man täglich zur Arbeit geht, einkauft und mit diversen Menschen in Kontakt kommt, dann erlebt man die tatsächliche Realität. Okay, man erlebt dann, dass die Leute, das ist jetzt kurz mal hier eingeschoben von mir, man erlebt halt, dass die Leute mit Mundschutz rumrennen und dass man mit den Leuten, mit denen man sich unterhält, dass die alle sagen, oh Mann, zeig mal deinen Mundschutz her, oh geil, guck mal, hier ist mein neuer Mundschutz, oh wow. Ob wir das machen, also ob ich jetzt meinen Mundschutz rumprahle und den rumzeige? Habe ich bisher noch nicht gemacht und das ist, wie gesagt, es ist ins Lächerliche gezogen. Das finde ich ja, man sagt ja auch immer, wer schreit, der lügt. So kommt mir das auch so ein bisschen vor. Der, so ein bisschen ins Hintertreffen durch den Kommentar geraten und zieht das jetzt alles nur durch den Kakao, weil schon was Wahres dran ist, wie ich finde. Aber zum Thema Masken haben wir noch was. Wir haben nämlich von Jens, den wir im Heidepark getroffen haben, was geschickt bekommen. Genau. Super, also zwei super coole Masken. Ich nehme die. Ein bisschen Lokalpatriotismus. Oh wow, hier, schau mal meine Maske. Ey, oh. Dieser, oh. Super. Wahnsinn. Grün-weiß, Hammer. Kannst du mal was vorlesen aus dem Brief von dem Jens? Genau, das kann ich auch mit Maske, kann ich das vorlesen. Und zwar, also vielen Dank, Jens. Ja, vielen Dank dafür, die werden wir auch tragen. Genau, und zwar schreibt er, es war für uns eine große Freude, euch persönlich im Heidepark zu treffen. Das war Thema Stromausfall, da habt ihr euch getroffen, gibt es ja auch das Video zu. Und sein Sohn Marlon ist traurig, ihr habt vergessen, ein Foto zusammen zu machen. Und gut, aber Marlon, wir schicken dir ein Autogramm zu und grüßen dich ganz herzlich. Und ja, wir freuen uns natürlich, Jens, über diese Masken. Sehr riesig, ja. Weil man braucht ja auch ein paar zum Wechseln, ne? Ich habe auch gemerkt, man kann da sehr gut durchatmen, besser als durch meine andere. Also wow, was für eine tolle Maske. Damit erhebt man das Ganze ja noch zu einem modischen Accessoire und stärkt damit das, was eben genau falsch ist. Dieser diktatorische Stil aus China, der hier in Deutschland etabliert werden soll. Also geht jetzt mal an dich hier, bisher Bullshit. Für mich klingt das nach einer Verschwörungstheorie. Wer sagt denn, dass der diktatorische Stil, oder was hat er gesagt, hier in Deutschland etabliert werden soll? Also ein völliger Blödsinn. Ich bin also wirklich kein Fan, muss ich sagen, dieser momentanen Regierung, die wir haben. Aber ich muss sagen, sie hat im letzten Augenblick nochmal genau richtig reagiert.
Denn wäre der Lockdown, bin ich mir ganz sicher, wäre der später gekommen oder hätten wir jetzt nicht immer noch diese Maßnahmen mit den Masken und dem Abstand, dann würde es hier in Deutschland anders aussehen. Dann hätten die Freizeitparks nicht geöffnet und die Restaurants. Man sieht es ja, was passiert in anderen Ländern gerade. Da werden nämlich die ganzen Lockerungen wieder, die zurückgenommen worden sind, wieder hochgeschraubt, weil die Anzahl der Infizierten wieder zunimmt. Das, was du geschrieben hast. Geht's mal weiter. Lockerung, wo war ich hier? Ah, hier. Verbunden mit dem Blick über den eigenen Tellerrand ist der Rest der Welt, sollte man eigentlich merken, dass Lockerungen den Menschen zwar geistig gut tun, dem Virus aber auch. Also erstmal, es ist das Virus, weil man nämlich nicht weiß, es ist Männlein oder Weiblein, es ist Neutrum, also das. Ja, also ne, der Genitiv ist dem Dativ sein Tod oder wie heißt das? In dem Zusammenhang heißt es nicht das Virus, sondern dem Virus. Der Satz war ja, die Lockerungen tun den Menschen gut, dem Virus aber auch. Macht einen ganz anderen Sinn. Soll ich da sagen, das Virus aber auch, tut das Virus dem Menschen auch gut oder, ja. Oder will er jetzt damit sagen, also... Wenn man jemanden in der deutschen Sprache verbessern möchte, dann sollte man schon die Sprache selber ganz gut beherrschen, würde ich mal sagen. Und das ist in diesem Fall zumindest nicht gegeben. Virus. Das aber nur am Rande. Du hast es der Bevölkerung zu verdanken, dass du vom Virus so wenig bemerkst. Die hat nämlich an den Maßen... Ich komme schon ins Stottern bei dem Scheiß hier. Du hast es der Bevölkerung zu verdanken, dass du vom Virus so wenig bemerkst. Die hat sich nämlich an die Maßnahmen gehalten. Schau in die USA, wo ein Präsident glaubte, man könne einfach so weitermachen. Schau nach Brasilien oder einfach nur nach Schweden. Schweden! Das haben wir ja zum Glück schon erledigt. Das ist alles Fake, was da in den Medien läuft. Die Schweden machen es gut. Es gibt keine Toten mehr, es gibt da keinen Lockdown, die Wirtschaft liegt nicht am Boden, aber unsere Medien wollen das alles schlecht machen. So, okay, da muss man auch ein bisschen mitfühlen mit den Menschen hier in Deutschland, die das glauben. Man kriegt ja nichts anderes zu hören. So, okay, also, auch deine Blase wird platzen, wenn du länger die Situation in deinen Videos verharmlost und dazu beiträgst, dass die Leute unvorsichtiger werden. Wenn ich nur zu Hause hocken würde, dann könnte ich mir auch eine solche Scheinwelt aufbauen, mit dem Rad durch die Gegend fahren und decken und denken, ach, ist ja alles so schön, die spinnen doch alle. Man muss dazu sagen, dass er von seinen YouTube-Videos nämlich lebt und darum nicht wie in Anführungszeichen normale Leute am täglichen Leben teilnimmt. Denn wir müssen jeden Tag zur Arbeit gehen, bewegen uns dort, wo sich andere Menschen bewegen. Da muss man diese Maske natürlich tragen, wenn man nicht möchte, dass das Virus weiter verbreitet wird. Also tragen wir, die diese Maske tragen, dazu bei, dass wir immer mehr Lockerungen hier haben. Das ist meine Meinung dazu und darum meine ich auch mit seiner Blase. Er lebt in einer Blase, meiner Meinung nach, weil er eben die Realität nicht so erlebt, wie genau. Zum Beispiel wir Thema sie erleben. Schul-Lockdown sozusagen, als die Schule runtergefahren war. Wir gehen jeden Tag aus dem Haus zur Arbeit und ja, John saß hier alleine. Das hat mich ja ziemlich bedrückt die ganze Zeit und ja, wie gesagt, bei denen habe ich es erlebt, als ob es geschenkte Ferien waren. Alle zu Hause und ja, schöne Freizeitunternehmungen gemacht draußen. Ja. Hätte mir auch gefallen. Die, die in gewissen Situationen einen Mundschutz tragen, helfen dir, dich vor dem Virus zu schützen. Als du dein Haus umgebaut hast, hast du auch stundenlang eine Maske getragen. Da brauchtest du auch kein Attest vom Arzt. Sei nicht so egoistisch. Schütze andere und lass nicht nur dich von anderen schützen. Mir ist natürlich auch klar, das Virus ist kleiner als die Maschen dieser Maske. Die Maske soll bewirken, dass wenn man vielleicht Tröpfchen aussondert beim Sprechen, diese Tröpfchen infizieren dann dein Gegenüber. Und wenn ich die Maske aufhabe, dann werden diese Tröpfchen zumindest zu einem sehr großen Teil zurückgehalten. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Maske. Diese Maske schützt andere vor mir. Vor meiner vielleicht feuchten Aussprache oder was weiß ich. Also
wenn man hustet oder niest, wird das hier mit sehr gut zurückgehalten. Mann, der Typ ist so krank. Also wirklich, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Das ist schon wieder so eine Beleidigung, dieses muss ich mal sagen. Ist ein mir nie Paradebeispiel ein Video, sowas zu machen. Für Kommentare, die hinterher gelöscht werden. Weil hier einfach Lug und Trug, Lüge und staatliche Manipulation weitergetragen wird. Und das kann ich einfach nicht dulden auf meinem Kanal. Da wird dann lieber was zensiert, wie er gerade sagt. Und das ist dann keine Manipulation. Also das nenne ich schon Manipulation. Wenn man nämlich dann bei ihm seine Kommentare liest, scheint es ja fast nur Leute zu geben, die genauso denken wie er. Aber ich habe auch schon ganz andere Kommentare gelesen, die dann wahrscheinlich ganz schnell weggeklickt worden sind. Sowas ist Trittbrettfahrerei. Also die machen sich mitschuldig an dem, was hier passiert. Die unterstützen, dass Geschäfte geschlossen werden. Die unterstützen, dass alte Leute in den Altenheimen sterben, alleine, ohne ihre nächsten Nachbarn sehen zu können. Das ist echt der Hammer, was an mir vorgeworfen wird. Ich unterstütze sowas gar nicht. Die unterstützen es, dass Kinder in den Schulen mit Bändern aneinander gebunden, mit 1,5 Meter Abstand durch die Schulen transportiert werden. Die unterstützen es, dass Kinder Masken aufsetzen müssen. Die unterstützen das alles. Und jetzt kommt noch die absolute Krönung. Die Krönung des Ganzen, weshalb das auch weg muss, ist diese verlogene, diskreditierende Art, dieses diffamierende, das, was in der Nazi-Zeit schon angewandt wurde, dieses Blockwarttum, dass ich mich angeblich so verhalte, dass die ganze Welt davon krank wird. Und ich habe niemals gesagt, dass die ganze Welt von ihm krank wird. Er kann damit nur die Person in seinem Umfeld schützen, wenn er sich so verhält, wie es die Bundesregierung von uns verlangt. Und nämlich Abstand halten und Maske tragen. Ja, es ist Rücksichtnahme und nicht Egoismus, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Die wissen natürlich auch, wie es um mein Asthma bestellt ist. Dass ich eben, wenn ich hier was im Haus gebaut habe, 10 Minuten in der Maske steckte. Und nicht, wenn ich einkaufen gehe, eine halbe Stunde, wo ich da drunter erstick. Das müssen die schon mir überlassen. Und jetzt, ich denke, ihr wisst, wer gemeint ist, ihr beiden, deabonniert bitte meinen Kanal. Ich will euch hier auch gar nicht mehr sehen. Diese verlogene Art von euch kotzt mich an. So, bye. Auf Wiedersehen. Ich frage mich jetzt, wieso ist man verlogen, wenn man eine andere Meinung hat? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie es auch immer ist. Sein Wunsch ist uns Befehl. Das machen wir jetzt. So. Hello. Uns hat jemand diese tollen Masken geschenkt. Eine ist natürlich für dich, die kriegst du dann auch. Und ja, also ich muss das mal zeigen, auch wenn das nicht so wirklich mein Thema ist. Ist das nicht Bombe gemalt? Hammer. Dankeschön. Echt talentiert. Super. Ja, und jetzt kommt dein Part. Das Video ist jetzt an dieser Stelle nämlich zu Ende. Ja, okay. An dieser Stelle wollen wir das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video liken, uns abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.